Servus, ich habe hier von Bestek einen Sinusspannungswandler bestellt für jemanden, der seinen Akku vom E-Bike am oder im Wohnmobil laden möchte. Und dazu möchte er gerne den 12-Volt-Anschluss vom Auto nutzen. Jetzt machen wir mal das Gerät auf und dann sage ich mal ein bisschen was dazu, für was das gedacht ist. So. Hier haben wir das Handbuch und es ist dieser Sinusspannungswandler. Hier steht es auch nochmal drauf, Sinusspannungswandler, und der Vorteil von diesem zum Vergleich zu diesem hier, der macht nur eine modifizierte Sinuswelle, da kann ich gewisse Geräte nicht dran anschließen, weil die sonst kaputt gehen. Ich habe damals hier an dem so ein Leistungsmessgerät angesteckt und da ist das Gerät, mehr oder weniger hat es das Rauchen angefangen, das war danach Schrott. Also ein Sinuswechselrichter ist für empfindliche Geräte viel, viel besser als so einen modifizierten Sinuswechselrichter. So, wir haben jetzt hier diesen Sinuswechselrichter. In den technischen Daten steht drin, dass der 300 Watt Nennleistung hat, also dauerhaft ausgeben kann. Das ist schon mal ein großer Vorteil, denn ich habe hier einen alten. Der kann leider nur 300 Watt kurzfristig und 120 Watt Nennleistung dauerhaft. Also ist das schon mal wesentlich besser und er hat auch einen eingebauten Ventilator. Hier ist einfach nur durch Konvektion bzw. durch Abwärme wird er hier gekühlt. So, jetzt testen wir mal dieses Gerät und schauen, ob es auch wirklich das kann, für was es bestellt worden ist. Also nochmal, der kann 300 Watt Nennleistung dauerhaft und hier dieses Ladegerät, das ist schon das große von Bosch. Zumindest die Verwandtschaft hat das 4 Ampere und das 2 Ampere auf 36 Volt. Das wären dann ungefähr zwischen 140 und 160 Watt. Ich habe es mal mit diesem Leistungsmesser nachgemessen, es sind 150 Watt. Also müsste es mit diesem locker gehen. Und dann geht es noch darum, ob die Absicherung von dieser Kfz-Steckdose ausreicht. Denn die ist normalerweise bei 16 Ampere. Da muss ich jetzt mal ausrechnen, wie viel da Leistung maximal drüber gehen würde. Also eine handelsübliche Kfz-Steckdose müsste meines Wissens nach mit 16 Ampere abgesichert sein. Eine Autobatterie hat je nachdem, ob der Motor läuft und die Lichtmaschine die Batterie lädt oder der Motor aus ist, eine Spannung zwischen 14 Volt und 12 Volt. Jetzt gehe ich mal davon aus, wenn ich das anstecke, habe ich eine gewisse Leitungslänge und noch einen Spannungsfall durch den hohen Strom, der gezogen wird, um hier auf 230 Volt bzw. auf die 160 Watt zu kommen. Da gehe ich mal mit 11 Volt ungefähr ins Rennen. Also 11 mal 16 sind wir bei 176 Watt ungefähr. Also müsste das Ladegerät mit 150 Watt locker betrieben werden können. Jetzt mal kurze Erklärung zum Versuchsaufbau. Ich habe hier eine ältere Autobatterie, die habe ich frisch geladen. Die hat fast 13 Volt. Dann gehe ich über 16 Quadrat Starterkabel mehr oder weniger in die Box. Von dieser Box auf einer 12 Volt Kfz-Steckdose. Die ist mit B16 Automaten abgesichert. Und dann gehe ich hier in diesen Sinus-Wechselrichter hinein. Jetzt schalte ich erstmal das Gerät im Leerlauf ein und guck mal, wie die Spannung einbricht. Als erstes hier meine Kfz-Steckdose und jetzt noch diesen Sinuswechselrichter. Geht von fast 13 Volt auf 12,8 hinunter. Und jetzt stecken wir mal den Leistungsmesser an. Und jetzt stecke ich mal den Bosch-Akku rein oder das Ladegerät davon. Es geht auf 155 Watt
und die Batteriespannung sinkt auf 11,8. Kurzes Fazit, der Sinuswechselrichter hat seine Aufgabe erfüllt, also er kann dieses 150 Watt Ladegerät für den E-Bike-Akku mit genug Leistung versorgen. Was ist weiter zu beachten? Man sollte den Ladevorgang nicht unbeaufsichtigt durchführen, denn hier diese Kabel auf der Gleichspannungsseite werden relativ heiß durch diesen hohen Strom, der benötigt wird, um eben da diese 150 Watt für das Ladegerät bereitstellen zu können. Und man sollte die Autobatterie mit Ladespannung versorgen, also beispielsweise über eine Lichtmaschine, über einen Motor, der läuft, oder eben über eine Solaranlage, die man auf dem Wohnmobildach hat. Denn wenn es die Batterie ist, die auch für den Autostarter benötigt wird, kann es sein, dass nach dem Ladevorgang nicht mehr genug Leistung für den Start des Motors da ist. Weiter noch zu erwähnen, man kann sich natürlich auch eine zweite Batterie zulegen oder man hat vielleicht sogar eine zweite Batterie im Wohnmobil. Da kann man dann über die zweite Batterie das laden und dann braucht man keine Angst zu haben, dass man dann nicht mehr den Motor starten kann, weil dann eben die Batterie für den Anlasser noch voll ist. Jetzt hätte ich es doch fast vergessen. Über ein Abo würde ich mich sehr freuen und auch über eine Bewertung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Servus und ciao.